hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. Und wir bauen in der heutigen Folge einen Bahnhof. Eine Bahnverbindung. Gucken wir doch mal. Bahnhof. Zack. Geht ein bisschen arg in den Fels rein. Ist mir zu hügelig hier oben. Viel zu hügelig. Ich baue den Bahnhof mal hier hin. Oder? Wenn wir uns das mal angucken. Wir können auch einen Kopfbahnhof nehmen. Aber hier für den Berg so runter. Das geht ins Geld. Das geht ins Geld, meine Freunde. Das geht dann später noch mehr ins Geld. Erster Bahnhof erstellt, ja. Das kann man ja jetzt auch nicht gruppieren. Man kann es nur aufrüsten auf mehr Gleise hier. Zack. Terraformung nicht möglich. Geht es schon bei 2. Wird auch nicht gehen. Weil der so komisch steht. Aber abreißen will ich ihn auch nicht. Na gut. Müssen wir ja die erste Brücke bauen. Ja, das wird ja was. So. Aber wir müssen am besten erstmal einen anderen Bahnhof holen. Ja. Anderen Bahnhof für den anderen Ort. Und da ist nämlich hier der Bahnhof geplant. Tun wir den erstmal in kurzen Schritten. In kurzen Schritten bauen. Das sind nämlich preiswerter. Ich ziehe den jetzt mal komplett lang. Nein. So. Wie viel würde der uns kosten? 2,8 Millionen. Abgesehen davon ist es bis hier, sagen wir mal, 600.000. Rechnet mal mit, wie viel wir hier ausgeben. 560.000. Hat er uns ja vorgeschlagen. Zack. Zack. Hin, dann müssen wir jetzt hier mal runter. Es geht wirklich sehr steil runter. Ich möchte das nicht so steil haben. Eine Holzbrücke, ist das auch preislich jetzt ein Unterschied? Ah, das ist jetzt wirklich preislich ein Unterschied. Gehen wir hier ganz langsam seichte nach oben. Diese wunderschöne Holzbrücke. Und werden den ersten Zug erstellen, den wir hier ein Depot hinsetzen. Erstmal hier weitere Schiene drüber bauen. Hier geht's höher, ne?
könnte es jetzt einfach hier lang ziehen. Aber wenn ich den dann erweitern möchte, baue ich das erstmal das Depot hier so. Hier so eventuell. Zack, und bauen das Depot. Das müssen wir jetzt auch erstmal wieder drehen. Zack, zack, zack. Und Züge kaufen. Loks haben wir nur eine. Haben wir auch nur eine. Wir die kaufen. So, zack. Die Länge wird jetzt auch angezeigt. Und dann Passagier und Güter. Passagier. 6 Leute können die hier mitnehmen. Und hier steht, wie viel die jetzt mitnehmen kann. 24 reicht das erstmal. Können wir am Ende immer noch aufrüsten. Und setzen wir den mal auf eine neue Linie. Können wir ruhig mal grün lassen. Diese neue Linie. Die ist einmal hier. Und einmal hier. Zack. Und da fährt er schon los. Und ich hänge mich dran. Und zünde das mal hier in irgendeine Ecke verschieben. Ah, das war falsch. So wollte ich machen. Schaut doch ganz nett aus, die Bahn. Wunderhübsch. Da war ein Autosave. Wartet hier schon jemand? Nein. Es ist Dampflok angekommen. Cool. Ich weiß nicht, ob die hier hinlaufen können. Ja, können sie. Ich fahre ja mal mit. Und zwar hier. Gucken wir uns doch mal die Strecke an. Stundenkilometer konnte ich, glaube ich, fahren, ne? Oder 40? Irgendwie so. Vierzig konnten sie fahren. Da vorne ist eine Brücke. Ist da kein Pfeiler in der Mitte? Ist ja auch gut gemacht. Muss nicht überall ein Pfeiler sein. Aber da haben die Architekten wieder Meisterleistung geschaffen. Hier ist ein Baum. Hinten guckt man so aufs Gebirge aus. Schaut schon schön aus. Gleich erstmal ein Foto gemacht.
könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel so gefällt. Was vor allen Dingen die Verbesserung von Train Fever zu Transport Fever, was das für einen Unterschied auch macht. Schon krass. Sind wir gleich angekommen. Na, fährt immer noch seine 40. Es geht zwar bergauf, aber das haben wir schon gut gemacht, dass wir das leicht bergauf gebaut haben. Vielleicht wird es noch ein bisschen steiler. Vielleicht fahren wir über die Brücke, über die Holzbrücke. Vielleicht gibt es das ja auch eine Errungenschaft, wenn wir über die erste Brücke fahren. Warten wir mal ab, wenn wir drüber sind. Ob das auch eine Errungenschaft bringt. Ich kann jetzt nicht nach links und rechts gucken. Ist mir noch verwehrt. Schöne große Bäume stehen hier. Stehen ja schon ein paar, guck mal, hier stehen schon ein paar Passagiere. Die laufen hier so rum. Guten Tag. Gehen wir mal raus mit Escape. 9 Passagiere. Cool. Und mit einem Zug tun wir uns verabschieden. Meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.